Ja, der Hauptausschuss des Nationalrats verlängert auch wiederum die Ausgangsbeschränkungen um 10 weitere Tage. Man wird jetzt genau auch auf die Zahlen natürlich achten, die Corona-Zahlen, auch die Neuinfektionen, die steigen weiter an. Und deswegen sind die Ausgangsbeschränkungen werden immer für 10 Tage auch beschlossen. Alle anderen Maßnahmen des Teil-Lockdowns wurden eben für 4 Wochen schon beschlossen, also Ende November. Und dann wird man auch jede Woche beobachten müssen, ob die Zahlen tatsächlich jetzt auch sinken oder wieder steigen werden. Es gibt jetzt auch die sogenannten Container, also die Checkboxen in Wien. Jetzt zurzeit sind es nur 3 im 10. Wiener Gemeindebezirk und das wird dann auch aufgestockt in den nächsten Tagen und Wochen auf 30. Also man versucht jetzt wirklich auch alles, diese Corona-Pandemie auch wieder einzudämmen. Es ist auch immer eine große Diskussion, wie geht es auch in den Schulen weiter, in den Pflichtschulen. Ja, zur Schließung, nein zur Schließung, das auch wird alles diskutiert mit Experten, mit der Politik und viele sagen natürlich, nein, wir müssen die Schulen auch offen halten, denn die Schüler und Schülerinnen, die haben das Recht auf Bildung und auch die Ansteckungsgefahr, sagen viele Experten auch wieder, da gehen natürlich auch die Meinungen auseinander, ist jetzt nicht so schlimm bei den Kindern. Es ist halt einfach alles sehr kompliziert und auch das wird dann weiterhin diskutiert im Nationalrat.